Verehrtes Publikum, liebe Orgelfreundinnen und liebe Orgelfreunde, sehr herzlich darf ich Sie zum heutigen Mittagskonzert des Musikwissenschaftlichen Institutes der Christian-Albrechts-Universität in Kiel willkommen heißen. Mein Name ist Sonja Becken und ich freue mich sehr, heute für Sie Orgel spielen zu dürfen. Als gebürtige Kielerin lebe ich heute in Maastricht in der Schweiz und leider ist es mir aufgrund der aktuell gültigen Corona-Einreisebeschränkungen nicht möglich, persönlich in Kiel zu sein. Dennoch konnte eine schöne Lösung gefunden werden, das Konzert stattfinden zu lassen, in Zusammenarbeit mit Herrn Professor Bernhard Emmer von der Universität Kiel und der katholischen Kirchgemeinde in Bad Ragaz, in der ich Organistin bin, haben wir beschlossen, das Konzert vorab für Sie aufzuzeichnen und heute senden zu können. Nach dem Abitur habe ich in Stuttgart Kirchenmusik studiert und zwei Aufbaustudiengänge Orgel angeschlossen und diese mit dem Konzertexamen Orgel abgeschlossen. Bei verschiedenen Wettbewerben wurde ich mit ersten und zweiten Preisen ausgezeichnet, so zum Beispiel beim Bundeswettbewerb Jung musiziert oder dem August-Gottfried-Ritter-Orgelwettbewerb in Magdeburg oder dem Gottfried-Silbermann-Wettbewerb in Freiberg in Sachsen. Zum heutigen Programm. Als erstes Werk hören Sie von Johann Sebastian Bach die Toccata und Fuge in F-Dur, Bachwerkeverzeichnis 540. Ein großes, freudiges, österliches Werk mit Orgelpunktpassagen, Pedalsoli oder einem harmonisch gewürzten, fröhlichen Hauptteil. An die Toccata schließt sich eine Fuge an. In diesem Fall handelt es sich um eine Doppelfuge. Sie hat zwei Themen, welche am Ende der Fuge auch beide miteinander kombiniert werden, durchgeführt werden. Als zweites Werk hören Sie ein zeitgenössisches Werk des schweizerischen Komponisten Guy Bovet, Jahrgang 1942, aus Neuchâtel. Er ist Orgelprofessor, Konzertorganist, Komponist und vieles mehr. Ich spiele für Sie seine Toccata Planjavska, die, wie der Name schon sagt, sicher eine Ehrerbietung an den in Wien lebenden Organisten, Komponisten, Kirchenmusiker und vieles mehr, Peter Planjavsky ist. Peter Planjavsky ist Jahrgang 1947 und beide sind sehr gute Kollegen. Als drittes und letztes Werk hören Sie noch von Felix Mendelssohn Bartholdy, eines seiner drei Präludien und Fugen für Orgel, nämlich das in D-Moll. Wie der Titel sagt, ist die Form eigentlich aus der Tradition herkommend, aus der Barockzeit, wird aber bereits mit romantischer Tonsprache gefüllt und daher sind Mendelssohns Orgelwerke auch sehr schön auf Orgeln darstellbar, die eher noch barock im Klangideal sind, so wie die Orgel von der Firma Kuhn hier in Bad Ragaz. Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und bedanke mich sehr herzlich bei Herrn Emmer für die Einladung. Ich grüße Sie herzlich aus der Schweiz nach Kiel. Alles Gute. Vielen Dank. Thank you.
Oh.